Mimi will Adrenalin pur, Pina ist unschlüssig. Ich hätte mir vorher eine Lebensversicherung machen sollen. Hast du keine? Wieso ziehen wir immer die A-Karte bei allem, ey? Weil wir die B-Karte sind. Und zwar B-Karten der besonderen Art. Trash Queen Pina und Hip-Hop Girl Mimi entführen uns mal wieder in ihr eigenes Universum, in Mimis und Pinas Welt. An der 21-jährigen Pina ist manches nicht mehr echt. Die Haare sind künstlich und die Nase gerichtet. Doch der Anblick der 100 Stundenkilometer schnellen Achterbahn weckt echte Gefühle bei der Bergisch-Gladbacherin. Und du bist mit ihr auf alles drauf? Bist du sicher? Ey, das ist ja höher als The World Trade Center. Ja, jetzt schon. Oh, World Trade Center gibt's ja schon lange nicht mehr. Oh mein Gott, und da bist du mit mir drauf? Ja, wir fahren das. Du, auf jeden Fall. Jetzt brauchen die beiden aber erstmal Stärkung in diesem Fall. Zuckerwatte. Ach, manchmal liebe ich das Leben so, ne? Zuckersüße Menschen müssen auch zuckersüße Sachen essen. Ja, damit wir süß bleiben, müssen wir viel Süßes essen. Ja. Und durch den Stress, den wir mit Jungs haben, verlieren wir das Ganze auch wieder. Oder durch das Adrenalin, das gleich durch ihren Körper strömen soll. Oh Gott, ist das Ding überhaupt gesichert? Alter, hier wirst du aber auch nass. Da kann man sich nirgendwo anschnallen. Das ist auch gar nicht nötig, denn die Bäckereiangestellte merkt schnell, dass das hier überhaupt nichts mit Speed zu tun hat. Ey, Mimi, ich glaube aber, das ist hier für Kinder. Hey, du bist schneller als wir. Warum? Oh Mann, oh. Wieso ziehen wir immer die A-Karte bei allem, ey? Weil wir die B-Karte sind. Oh, weißt du was? Das ist das Richtige zum Entspannen. Fass das Wasser nicht oh. an. Oh mein Gott, ich habe das ganze Ding rausgerissen. Warum sieht das keiner? Die Chaos-Gören wollen Action und zwar sofort. Zur Not sorgen sie selbst dafür. Ey, was passt eigentlich, wenn die Axt mal runterfallen sollte? Rettet es meine Haare dann? Dann werden wir wenigstens von unserem Leid befreit. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie Michael Jackson. Du Sohn, Alter. Ey, wenn er mich jetzt berührt hätte, ne? Ich hätte sein Gesicht noch mehr demoliert. Ey, stell dich mal da hin, bitte. Der spuckt wie so ein Lama. Hier nach vorbei ist auch daneben, ne? Der ist so ein Idiot. Kinder, der Idiot ist eine Maschine. Weiter geht die Suche nach dem ultimativen Kick. Mimi hat sich auf Europas spektakulärste Katapult-Achterbahn vorbereitet. Guck dir mal das bitte an, Alter. Ey, wenn wir Looping machen, dann fällt mir alles raus aus Schabe. Nimm's positiv, unser Gehirn wird wieder in die richtige Richtung gedreht. Ey, guck dir mal bitte an, wie die schreien, Mann. Hätten wir sich vorher Watte holen sollen für die Augen? Wenn wir unseren Mund aufmachen, dann kommt da nur eins raus. Ich hab voll Angst. Oh mein Gott. Die Spannung steigt. Ey, ich sollte mal mein... Gibt's hier irgendwo einen Arzt? Ich weiß nicht, ich hab Angst, dass ich total verschoben aussehe da drin, weißt du? Ich meine, da hat man ja sein Gesicht nicht unter Kontrolle. Ich überlege gerade, ob ich es überhaupt machen soll. Ja klar, du hast eine Nasen-OP hinter dir, Alter. Aber das ist schlimmer, da habe ich noch nichts gemerkt, ey. Ey, die Kiddies fahren das, guck mal. Ja, die sind doch alle gegen die Wand gelaufen schon, ich nicht. Dann traut sich Pina doch. In 2,5 Sekunden geht's von 0 auf 100 Stundenkilometer durch drei Schrauben und einen Mega-Looping. Die 21-Jährige befürchtet das Schlimmste. Ich überlebe das nicht. Vor allem dachte ich, meine Wimpern überleben das nicht. Oh mein Gott, ich sterbe! Bitte lieber Gott, bitte das so ein! Weil dieser Winddruck, weißt du, der hat das so gepusht, dass ich dachte, nee, ich muss eine neue kaufen gehen. Circa eine Minute dauert der Ritt durch die himmlische Hölle. Für Bäckereiaushilfe Pina ein wortwörtlich haarsträubendes Erlebnis. Meine Wimpern abfallen, ja? Aber jetzt sind sie ja noch dran. Meine Haare sind dran, alles sitzt noch. Ich bin zufrieden. Ne? Hat gesessen. Ey, das war so geil. Ey, ich komme ja vor, als ob ich... Ey, das war so geil. Irgendwelchen Drogen, auf irgendwelchen Pilzen wäre. Ich habe da keine Lust am Anfang bekommen, ne? Ey, das war so... Ist das geil, ne? Das ist ein komisches Gefühl, ne? Fand's eigentlich cool. War eine super Erfahrung wert. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall, der Tag heute hier. Sehr schön, die Abenteuerlust ist befriedigt. Mal sehen, mit welcher Aktion Mimi und Pina ihren Alltag demnächst aufpeppen. Wie angespannt du da sitzt. Ist auch geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht, das war toll.